Rechtsanwalt Franz Enderle aus München. Er war Anwalt in der Kanzlei Bub Gauweiler. Er hat Wirecard vertreten. Da ging es vor allem um die Vorwürfe gegen die Financial Times. Journalisten der Financial Times würden mit Aktienhändlern unter einer Decke stecken. Die würden sich Spekulationsgewinne teilen dafür, dass die Financial Times die Aktie runterschreibt. Das war so im Großen und Ganzen die Geschichte, die Wirecard immer erzählt hat. Und der Bote von Wirecard zur Staatsanwaltschaft in München war vor allem Franz Enderle, war die Kanzlei Bub Gauweiler, eine Kanzlei, die natürlich schon wegen Peter Gauweiler auch enge Verbindungen in die CSU und die Staatsregierung in Bayern hat. Und insofern eine Kanzlei, die sicherlich nicht schlecht angesehen war in der Münchner Staatsanwaltschaft, die dort auch schon bekannt war. Und die Vermutung ist, dass es auch die Reputation dieses Anwalts war und dieser Anwaltskanzlei war, die dazu geführt hat, dass die Staatsanwaltschaft eben doch Wirecard lange Zeit eher als Opfer gesehen hat. Ich habe bis heute den Eindruck und das Gefühl, dass die Münchner Staatsanwaltschaft erst ganz, ganz spät aufgewacht ist und gesehen hat, wo die Straftaten wirklich begangen werden, dass das nämlich im Herzen des Unternehmens Wirecard geschehen ist und nicht etwa in London bei der Financial Times. Und es ist bis heute für mich auch nach 6 Monaten Untersuchungsausschuss nicht zu erklären, wie Staatsanwälte sozusagen derartig einseitig auf einen Sachverhalt schauen können. Es gab zum Beispiel auch Warnungen der Betriebsprüfer vom Finanzamt, also von Steuerprüfern. Die haben gesehen natürlich, dass bei Wirecard viele wichtige Dokumente und Unterlagen nicht da sind, dass sie ihre Steuerprüfung nicht richtig machen können und haben von sich aus die Staatsanwaltschaft kontaktiert. Also insofern ist die Rolle der Staatsanwaltschaft doch auch sehr, sehr kritisch zu sehen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt unbefangen genug ist, dass sie diesen Fall heute noch betreuen kann, die Münchner Staatsanwaltschaft. Ich glaube, dass die Behörde eine Historie hat mit Wirecard, die eher dagegen spricht, dass sie diesen Fall heute noch objektiv und neutral angehen kann, denn sie ist bei dem, was sie heute ermittelt, immer auch ein bisschen in eigener Sache unterwegs. Denn die Frage, warum habt ihr das alles nicht viel früher erkannt, die schwingt ja bei jeder Ermittlungshandlung eigentlich mit. Das wird mit Herrn Enderle zu diskutieren sein, genauso wie die Frage, ob es eigentlich richtig ist, dass ein Rechtsanwalt sich doch auch in diese Rolle begibt, auch wenn er gewisse Privilegien hat als Rechtsanwalt, als freier Beruf, kann man da auch nicht alles machen. Genau über diese Fragen wird das mit Herrn Enderle heute gehen.